Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck feiert 2018 ihren 150. Geburtstag. Und am Samstag feierten sie zusammen mit der Bevölkerung am Hauptplatz. Ich bin ja nicht nur Landeskommandant, sondern auch Bereichsfeuerwehrkommandant von Bruck an der Mohr. Und es ist sehr schön, dass die Stadt Bruck oder die Feuerwehr der Stadt Bruck einer der ältesten Feuerwehren in der Steiermark ist. Wir alle zusammen war das Motto des Tages. Und um einen Bogen von der Gemeinsamkeit zur Geschichte der Feuerwehr zu spannen, hat man mit einer historischen Eimerkette von der Mur bis zum Hauptplatz die ersten Feuerwehreinsätze nachgestellt. Wenn es um unsere Einsatzorganisation geht und Mithilfe, die Kameradinnen und Kameraden sind jederzeit für uns da, das ist selbstverständlich, dass man da mitmacht. Peter Koch, dürfen ganz kurz stören. In welcher Funktion sind Sie heute da, als Bürgermeister oder Feuerwehrmann? Wie immer in unterstützender Funktion. Es ist einfach unglaublich, also, wenn man sich jetzt nur durchdenkt, dass es möglicherweise hier in der Stadt vielleicht einen Brand gäbe und wir auf diese Art ans Tagwerk gehen müssten. Also einfach unvorstellbar. Zum Glück ist die Feuerwehr heute im Besitz der modernsten Technik, um Brände zu löschen, Leben zu retten und um ihre darüber hinaus wertvolle Arbeit bestens leisten zu können. Mit regem Besuch, großem Interesse und tatkräftiger Unterstützung bedankten sich die Bruckerinnen und Brucker dafür bei ihrer Feuerwehr.